Die Bundesregierung verbietet ausländischen Politikern 3 Monate vor Wahlen oder Abstimmungen in ihren Ländern Wahlkampfauftritte in Deutschland. Die neuen Regeln betreffen auch verbündete Staaten außerhalb der EU, wie etwa die USA. Politiker aus EU-Staaten sind von der neuen Regelung ausgenommen. Hintergrund ist die Debatte um Wahlkampfauftritte türkischer Minister sowie der von der Türkei geäußerte Wunsch nach einem Redeauftritt des türkischen Präsidenten Erdogan im Umfeld des G20-Gipfels. Den hatte die Bundesregierung abgelehnt. Erdogan könnte das Verbot allerdings umgehen, indem er auf dem Gelände eines türkischen Generalkonsulats auftritt. Dafür benötigt er keine Genehmigung der Bundesregierung.